Hier sind wir jetzt, wo sie die Party hier schmeißen. Toll. Ach, das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Lebend ist immer so mit Arbeit verbunden. Brauchen wir ihn wirklich leben? Uns ist noch gut. Hey, der perverse Kühlschrank. Notgeile Kühlschrank. Gibt's auch noch eine Erweiterung? Elektro-EMP-Generator. Okay. Das ist ja toll, was wir hier bekommen. So, perverser Zugang Kühlschrank. Gewährt. Das können wir immer noch nicht machen. Verbesserung. Haben wir schon. Ich will mal kurz gucken. Kartusche müsste ja Magazin gewesen sein. Es gibt natürlich hier kein Bild dazu. Ich nehme mich. Induktionsbremse. Ja, okay. Wir haben zwar die Waffe, aber ich habe jetzt damit noch nicht einmal geschossen. Scheiß auf Waffe, ich habe Betsy. Tante braucht nichts anderes wie Betsy. Erhöht den Schaden, erhöht die Zielgenauigkeit. Was haben wir hier noch? Verringert den Rückstoß, ist egal. Verringert den Rückstoß. Betsy braucht Rückstoß. EMP-Polarisator. Erhöht den Schaden gegen Roboter. Erhöht den Schaden, erhöhte Feuer. Was haben wir hier drin? Erhöht nur den Schaden. Den Dachschaden hoffentlich. Zielgeschehen. Hier drinne. Verringert den Rückstoß, erhöht die Feuerrate und Genauigkeit. Schaden. Schaden gegen Roboter. Die wäre ja schon mal sehr nützlich. Gegen Roboter. Verlege ich mal. Ich weiß, dass ich nur eins davon haben darf. Meine Güte, noch eins. Komm mir nicht mein Zuckerstückchen. Mal aufwerten? Nee, natürlich nicht. Ja, wieder klar. Ja, Kartusche brauchen wir nicht. Magazin kann ich noch nicht. Habe ich noch nicht den Bauplan. Und eine Zielvorrichtung brauche ich für Betsy sowieso nicht. Ja, wer da auf die Tüte gekommen ist. Ergonomischer Griff. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Will ich noch gleich mal hier reinpushen. So. Und dann heißt es erstmal wieder sammeln. Die sieht immer schöner an. So. Wir müssen dort lang. Also hier gibt es definitiv ein bisschen Loot. Weiß nur noch nicht, wie wir da dran sind. Ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Hm, okay. Oh, ich weiß, wie wir da hinkommen. Oder nicht? War ich jetzt eigentlich der Meinung, dass wir jetzt hier rüber reinkommen können? Aber ich glaube, das lässt das gerade nicht zu. Es ist ja blöd, sonst wären wir unter der Decke am Schwimmen gewesen. Weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie wir da hinkommen. So direkt. Obwohl, wenn ich den. Halt mal an, Digga. Ist da so eine schöne Kiste drauf. Nee.
Was sollte das denn? Da kam eben gerade irgend so ein scheiß Hinweis. Mitten wo ich am Springen bin. Oh ja. Der kann nicht richtig davor runterspringen. Und irgendwie, der spinne ich hinterher, ne? Jetzt ist es so nämlich losgefahren. Drecksvieh. Und irgendwie eine andere Möglichkeit hier. Ja, hier. Wollt's mir ja eigentlich viel leichter machen, aber nein. Das Spiel erlaubt es wieder nicht. Ja, wieder so klar. Der Typ hat auch Probleme mit dem rechtzeitigen Springen. Wir müssen wieder früher drücken, wie gedacht. Hey, hier sind Fische drinne. Böse. Alle sind die so hart. Oh. Da war das Köpfchen und der Rest weg. Peter. Wann sind die jetzt auch immer so kräftig geworden? Okay, das war wohl nur ein Prototyp. Der hat es nicht überlebt. Okay, Buchverbrennung. Was hier? Tja, was haben wir denn hier? Danke, Google, dass du mir erklärst, was eine Verbrennung ist. Hey! Wir haben noch so eine Knarre. Versucht sich gerade das Ding da wieder zusammenzusetzen? Okay, zum Reparieren gibt es da nichts mehr. Ist alles kaputt. Gut, gut. Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behälter mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ihr Eierköpfe steht echt auf Schlösser, was? Ich gehe dann mal Behälter suchen. Okay. Ich hab einen. Wow, was für eine Scheiße. Jetzt müssen wir auch noch Behälter suchen. Hätten uns aber auch hier nichts erspart, ne? Auch so rein gar nichts erspart. Das hört sich an wie ein Wal. Der andere Agent hat überlebt. Wo bin ich jetzt den Bauplan her? Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach ihren Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können. Aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Wir kommen beim nächsten Mal, sagt das Ding, es ist schwanger von dir. Was würde ich denn ein Toaster? Ich
Oh, guck mal, da ist was. Dankeschön. Da ist er. Moby Dick, ja. Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon absolviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen perverser Kühlschrank aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange nichts mehr in mich reingesteckt, mein Großer. Ich war so einsam. Ich musste einfach ein wenig Dampf ablassen. Schluss jetzt. Nimmt das je ein Ende? Reg dich doch nicht über Kleinigkeiten auf, Schatz. Ich habe ein Geschenk für dich. Das wird dir gefallen, versprochen. Ich würde dir gern den Stecker ziehen. Aber leider komme ich ohne deine Hilfe nicht weiter. Leute, wenn ihr dann anfangt, jetzt auf diesem Kühlschrank zu stehen, ne? Ich kann euch verstehen. Ich werde euch nicht irgendwie anders behandeln, ne? Aber macht es nicht mit euren eigentlichen Kühlschränken, ne? Nur im Spiel und die Gedanken. Mehr nicht, okay? So, Elektrogewehr. Pistole, Phaser, wie auch immer. Dem geht einer ab, wenn ich drauf sch... Hat doch nicht. Okay, jetzt mal wirklich die Frage, ne? Wo stecke ich das Schwert rein? Gefällt es dir, Lieb? Energiewaffen. Verschießen keine Kugeln, sondern verbrauchen über eine Kabelverbindung die Energie deines Handschuhs. Oh, solange es nur der Handschuh ist. Ja, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Fix. Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Oh, das ist doch verrückt. Das Ding ist super pervers. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Dieser widerliche Drecksack. Der Fabrikator ist komplett irre geworden. Seinetwegen plappert sie ekligen Sexdreck und produziert albernen Schrott statt anständiger Waffen. Oh, und bringt Leute um. Heißt das, wir sind unbewaffnet? Ah, alles ist besser als nichts, oder? Ich trete einem Roboter lieber mit einer Klobürste als mit bloßen Händen entgegen. So, ja, weil du hast mehr Leistung dann. Dann kannst du auch eine höhere Grafik einstellen. Wo ist der? Wo ist das Scheißteil? Also, da kann ich dir nur sagen, ja. Wenn du da die andere Grafikkarte reinsetzt, die ja höherwertiger ist, ne, dann wird das auch dementsprechend funktionieren. Wobei, ich muss jetzt einmal abdrücken. Wow. Übel. Ein seltsames Lied. Aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus der Konsequenz, auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles, ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen.
Sie empfangen sie nicht wirklich. Das ist schließlich keine Zeitmaschine. Was du hörst, basiert auf einer sehr spezifischen mathematischen Berechnung. Einem hochkomplexen, auf Neuropolymer basierenden Algorithmus. Clever. Beides. Du hast dadurch, dass die mehr kann, also mehr Leistung hat, hast du mehr FPS, aber auch halt von der Qualität her besser, weil die neuere verarbeitet das schon wieder ganz anders. Unter anderem zum Beispiel. Ich habe auch eine Frage. Ohne Folgendes in die korrekte Reihenfolge. Hips, Schoki, Weingummi. Chips und Schoki kann man zusammen essen. Schmeckt geil. Ja, weißt du, nimmst ein Stück Chips und isst dann ein Stückchen Schokolade gleich da drauf. Schmeckt geil. Egal. Wieso ist das egal? Du kannst also auch Schoki und dann ein Stückchen Chips dazu essen. Schmeckt auch geil. Also beides kannst du gut kombinieren. Aber Weingummi, das musst du separat essen. Also da würde ich Weingummi an dritte Stelle setzen. Ja. Ich hab noch einen. So, ich hab mehr wie einen. Geschafft. Ich glaube, es funktioniert. So war das egal gemeint. Ah. Er mischt sich eben auch. Ja, aber auf den Geschmacksrezeptoren nicht. Deswegen. Es schmeckt tatsächlich alles unterschiedlich. Sagen, was bin da jetzt gerade angefahren? In der ergebnisoffenen Weltraumerkundungsmission. Das sowjetische Raumschiff, das von Spezialisten. Chips, Weingummi ohne Schoki. Schokoladenersatz. So, aufgepasst. Schaut regelmäßig beim Fabrikat und Nora. Ja. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Das Herz des Wawilow-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Oh, wo kommst du denn her? Digga! Oh, ich fange gerade erst an. Okay, ich kann damit tatsächlich einen von denen kaputt machen. Finde ich cool. Also erst Schoki, dann Chips und genau weit hinten ist Weingummi. Ja. Ja. Und die beste Schokolade, muss man sagen, also Kindheitserinnerung, ich habe sie endlich wiedergefunden, dank meiner Frau, ist Aero-Schokolade. Die Luftschokolade. Einfach göttlich. Gibt keinen Unterschied, ob du erst süß oder salzig isst. Doch, es gibt einen Unterschied. Kommt ja darauf an, was du zuerst aufnimmst. Dementsprechend ist meistens der andere Geschmack noch ein bisschen abgeschwächt. Hab ich doch gerade gelootet oder nicht? Kann ich jetzt hier nochmal versuchen, die Dinger hier runterzuschießen? So, der hat nichts mehr. Den hat dich runtergeschossen. Überhaupt noch einer in meine. Ja. Klatsch. Ups. Hey, wer schießt? Wer fragt? Ja, das war definitiv andere Seite. Er versucht mich was auf der anderen Seite umzubringen.
irgendwie nichts anhaben, wa? Ja, genau, sag das auch mal in meinem Empfinden. Aber wenn du diese Studien ja kennst, etc., wieso fragst du mich dann, ob der Unterschied zwischen der Grafikkarte und so das verbessern würde? Hätte man auch nachlesen können. Nein, Spaß beiseite. War trotzdem interessant. Also nach meinem Empfinden ist es definitiv anders. Speichere Daten. So, kommen wir hier nochmal kurz dran. Also ich glaube, für diese Waffe, für den Fuchs, werde ich das nie zusammen kriegen. Wenn ich das irgendwie immer vorher ausgeben würde. Hey, gibt es noch so viele krasse Sachen? Ich muss erstmal zu Betsy wieder rein. Also ich frage mich da gerade echt, was da... Diese Anpassung des Zuges verringert sich die allgemeine Steuer. Finde ich ja nicht verkehrt. Irgendwie hatte sie da nicht genügend Dampf hinterm Arsch. Aber der Typ war ja sowieso so ein bisschen anders. Dusche. Standardgriff. Mal verbessern. So, Schwede. Müssen wir auch mal ein bisschen pushen. Jetzt auch mal ein bisschen kräftiger, deftiger. Ne, da kann ich nix. Und erhöht den Energiebonus. Machen wir auch noch. Machen wir das wenigstens auch noch verbessern.